Mein Freund möchte nicht mit auf die Kamera-Dingsbums rauf, weil sein PC kaputt ist und er böse ist. Und ich gönne ihm das. Meiner war nämlich vor 2 Wochen Schrott. Aber tschüss. Hey, gib mal Kippen her. Ich wurde gefragt, was es mit diesem Toaster auf sich hat. Ich zeig euch das mal. Finde ich echt schäbig. In Dänemark benutzt man sowas als Toaster. Okay. Das ist eher ein Röster. Die ist schmutzig. Wer ist schmutzig? Du bist auch ein dreckiger Hund. So viel dazu. Ja, das ist ein Toaster. Röster, keine Ahnung. So, nimmt man 2 Toastscheiben, packt das da rauf, voll die Grütze. So, und jetzt kommt der lustigste Teil daran. So, jetzt mal direkt hier. Haribo. Jetzt muss man das anmachen. Also erstmal den hier. Jetzt muss man da so ein Rädchen drehen. Da sind auch Zahlen irgendwie. Aber ich habe das noch nicht so ganz begriffen. Jetzt geht der voll ab. Und das war's. Dann ist hier irgendwie noch so. Dann, ich habe das schon tausendmal umgestellt. Ich habe keine Ahnung. So, das habe ich auf 3 Minuten gemacht. Geht ab wie Zäpfchen. Rödelt einfach nur. Die Heizstäbe stinken. Könntest du das ja mal angucken? Bringt nichts. Andana und Annie, ich habe meine Nägel leider. Seht ihr? Ich habe meine Nägel leider noch nicht gemacht, aber das kommt dann beim nächsten Mal. So, by the way. Und jetzt, das war nicht mal 3 Minuten, ist das Ding vorbei. Und das Toast sieht immer noch so wabbelig scheiße aus wie vorher. Ich brauche einen deutschen Toaster, Leute. Und wenn ihr einen schickt, kriegt auch eine Entschädigung, dann mache ich ein dänisches Snackpaket für denjenigen fertig. Aber mit diesem Toaster bin ich mit meinem Latein am Ende. Das ist traurig, sehr traurig. Also, schicke ich meine Adresse gleich mit, wenn ich das Video an euch versende. Schickt mir einen Toaster, so wie wir ihn kennen. Thanks a lot.